Und willkommen zurück zur Folge Nummer 5, Leute. Wir machen heute das mit dem Bogen. Ich zeig's euch nochmal kurz. Wir wollen die Quest hier machen. Weil hier können wir eine Bogenkunst erlernen. Schauen wir mal, ob wir das heute hinkriegen. Scheint anscheinend mehr zu sein. Also mehrere Questschritte. Ich glaube, wir holen das Pferdchen. Sehr gut, Kage. Los jetzt, Kage. Wie gesagt, auf dem Weg dorthin können wir immer wieder mal so Kleinigkeiten erledigen. Das hier. Oh, hier scheint was zu sein. Ich glaube, wenn ich da drauf haue, nee, mal lieber mal nicht. Scheint irgendwie ein Lager zu sein oder so. Schauen wir mal, ob wir uns hier was snacken können. Zieht eure Klingen! In der Samurai Erhard hat's tötet! Komm her! Alter! Oh, es ist nervig mit den Idioten. Wer stellt sich mir zuerst? Ja, Gott sei Dank der. Ja, zuckst du, Surteyu! Töte Beobachter, weitere Anführer und Wasserkampfhaltung freizuschalten. Eins. Okay. Schauen wir hier noch, was ist. Boah, das schaut so geil aus.
So, schauen wir noch mal, was der Wind sagt. Oh. Die Richtung. Folge. Hey, Frage im Gasthaus, Sensei Ishikawa, mein Gott, das ist ein Übernamen. Okay, das scheint zu sein da vorne. Das Yoshi-Heilbad. Vielleicht weiß jemand im Gasthaus, wo ich Sensei Ishikawa finde. Scheint hier zu sein. Mein Herr, ist das die Klinge des Sakai-Clans? Ihr kennt euch aus. Jeder kennt dieses Schwert. Seine Schärfe und Schönheit werden gerühmt. Doch ich glaubte nie, es einmal selbst zu sehen. Ich habe lange nicht mehr an einem Bambusstand trainiert. Ich wäre geehrt, eure Klinge im Einsatz zu sehen. Ach du Scheiße. Und? Das schaffen wir doch niemals, Peach. Ach Gott, falsch angefangen. So was ist überhaupt nicht meins. Schaffe ich nicht. L1 XX. Jetzt habe ich es doch geschafft. Alter. Ich drücke immer zu oft Alliance noch. Ah, wieder zweimal Alliance gedrückt. Ach komm, das lassen wir. Das kriege ich nicht hin. Ein Samurai. Er lebt. Ich suche nach Sensei Ishikawa. Ich dachte, er fiel bei Komoda. Nein. Wo ist sein Dojo? Durch den Wald. Ich zeige euch den Weg, mein Herr.
der Sensei nicht bei Komoda gekämpft? Nein. Er kaufte am Tag vor der Invasion in der Stadt Furite ein, hat aber kaum ein Wort gesagt. Er war schon immer sehr schweigsam. Mein Herr, sind die Geschichten über Sensei Ishikawa wahr? Welche Geschichten? Versenkte er wirklich ein Schiff mit nur einem Pfeil? Nicht das Schiff, aber ein Piratenkapitän vom Strand aus. Die ganze Flotte nahm Reißaus. Mit so einem Schützen legt man sich nicht an. Verdient ihr den Tod? Doch hoffentlich nicht. Dann droht euch nichts vor die Ishikawa. Bin ich mal gespannt hier mit dem Ishikawa. Was uns hier alles zeigt, wie wir dieses Bogen, die Bogentechnik erlernen können. Das Dojo des Sensei ist dort auf der Klippe. Okay. Also hier ist schon ein Kletterpunkt. Okay, dann werden wir gleich mal hochklettern. Ja, mach halt. Achso, wir müssen das jetzt machen. Danke, ich finde es schon. Habe ich doch vorher schon gesehen, da muss ich gar nichts drücken. Noch eine Frage, mein Herr. Warum gab der Sensei seinen Posten als Bogenmeister des Nagao-Clans auf? Das weiß niemand. Warum verlässt man die Dienste eines großen Herrn? Hierfür. Okay. Sensei Ishikawas oder Ishikawas Dojo. Sensei Ishikawas Dojo. Okay, hier geht's auch runter, das machen wir lieber mal nicht. Hier gab es einen Kampf. Ich sehe mich mal um. Jemand wurde verwundet. Der Pfeil wurde entfernt. Getrocknetes Blut. Der Kampf ist länger her. Okay. Huiuiui. Fußspuren. Das Opfer oder der Angreifer? Vielleicht ist der Sensei in seinem Haus. Dann gehen wir auch noch mal zum Haus hoch. Ein bescheidenes Heim für einen Samurai. Bleibt stehen! Sensei Ishikawa. Fürst Sakais Sohn. Ihr habt Komoda überlebt. Euer Bogen hätte uns genützt. Ich war auf dem Weg, als Banditen mich angriffen. Erwartet ihr, dass sie wiederkommen? Ein Samurai lässt sich nicht überrumpeln. Mein Beileid wegen Fürst Shimura. Er war ein guter Mann. Er lebt. Als Gefangener der Mongolen. Dann ist noch Hoffnung. Deswegen bin ich hergekommen. Hilf mir, ihn zu retten. Ich kann nicht. Mein Lehrling wird vermisst. Geschickt im Bogen schießen. Ich suche mit euch. Und ihr beide helft mir, Fürst Shimura zu retten. Dann strengt euch an, Sakai. Okay.
Stuhl hier, Mensch! Wer hat Komoda sonst noch überlebt? Liegen vor, das weiß niemand. Gibt es noch andere, die kämpfen können? Außer uns? Das weiß ich noch nicht. Dann findet es schnell heraus. Allein können wir euren Onkel nicht befreien. Ich kann helfen, euren Schüler zu finden. Ich kann Tomoe auch allein finden. Tomoe? Eine Frau? Aus welchem Clan? Kein Clan. Eine Bäuerin. Doch sie schießt besser als jeder Samurai. Selbst als ihr, Sakai. Okay, wenn du meinst. Unsere letzte Begegnung ist 10 Jahre her. Ihr kamt als Schüler zu mir. Ihr erinnert euch? Ich erinnere mich fast an alle, die ich ablehne. Stattdessen nahmt ihr Tomoe als Schülerin auf. Ihr hattet Talent. Tomoe ist ein Wunderkind. Mongol! Greift an! Sie kämpfen wie betrunkene Tanuki. In Komoda kämpfen sie gut genug. Selbst ein Tanuki fängt einen schlafenden Tiger. Bibidi! Tomoes Spur geht hier weiter. Kommt! Die Mongolen haben vor Nakayama. Bestimmt kam die Patrouille von dort. Nicht weit von den heißen Quellen. Die Stadt wird als nächstes fallen. Muss ich da hochgucken? Hier ist etwas passiert. Ein Hinterhalt. Seht euch um. Blut. Aber nicht viel. Dann starb niemand. Ein japanischer Köcher. Ein Geschenk für meinen besten Schüler. Reis und Hirse. Unberührt. Ein Überraschungsangriff. Ich fürchte Schlimmes. Okay. Tomoe hätte diesen Köcher nie zurückgelassen. Es sei denn, sie wurde verfolgt. Oder gefangen. Wozu? Verhöre, Folter oder Schlimmeres. Dasselbe tun sie vielleicht fürs Shimura an. Angst ist eine Waffe, Sakai. Lasst die Mongolen sie nicht gegen euch richten. Eure Schülerin, wohin würden sie sie bringen? Vor Nakayama. Das Vor ist ganz nah. Ich hätte mit euch in Komoda kämpfen sollen. Es war besser so. Dort starben genug. Wieso verloren die Samurai? Die Mongolen kämpften wie Tiere. Falsche Antwort. Ich sah es mit eigenen Augen. Ein Schütze zielt nicht mit den Augen, sondern mit Körper, Wille und Geist. Okay. Warte kurz. Wir müssen reden. Was ist los, Sensei? Dieser Bogen war ein Geschenk von Fürst Nagao vor langer Zeit. Eine beeindruckende Waffe. Aber natürlich. Und es gibt nichts Schmerzhafteres als ein perfekter Bogen in plumpen Händen. Dann ist es gut, dass ihr ihn mir gebt. Wer sagte etwas von geben? Wer weiß, dass ihr gut schießt? Und ich borge ihn euch. Testet ihn, bevor wir in die Schlacht ziehen.
Durch den Geschenk getragen. Ab. Zielt auf die Lampe, die uns am nächsten ist. Die da. Ach du Scheiße. Gut. Jetzt auf die etwas weiter entfernte. Links. Nicht schlecht. Mal sehen, ob ihr auch die ganz hinten trefft. Je ferner das Ziel, desto mehr sinkt euer Pfeil. Konzentriert euch, Sakai. Ich gewöhne mich noch an den Griff. Wie fühlt er sich an? Wie für mich gemacht. War er aber nicht. Also gebt gut darauf acht. Gehen wir. Ein solcher Bogen hat uns die Komoda gefällt. Es ist ein guter Bogen. Doch nicht Waffen erringen Siege, sondern Krieger. Ihr kennt die mongolischen Feuerwaffen nicht. Und sie haben noch nicht gesiegt. Vor Nakayama. Hoffentlich ist eure Schülerin dort drin. Von dort oben können wir ihre Abwehr besser sehen. Diese Stelle ist perfekt. Ich schleiche rein und öffne das Tor. Dann schlagen wir zu. Stürmt er immer mit halboffenem Hakama in den Kampf? Habt ihr eine bessere Idee? Geduld, Sakai. Die Mongolen werden einen Suchtrupp nach der Patrouille entsenden. Wenn die Tore aufgehen, schlagen wir zu. Je länger wir warten, desto länger ist Tomoe in Gefahr. Sie kommt schon zurecht. Betrachtet das Schlachtfeld. Was können wir zu unserem Vorteil nutzen? Sie haben viele Schützen. Sie sind gut, aber wir sind besser. Ein Pfeil in diese Hängelampen und es sprühen Funken. Die Feuer entfachen. Diese Fässer könnten Schaden anrichten. Wir werden sehen. Hornissennester. Okay. Ein Schuss dürfte sie aufscheuchen. Haben wir das vorher schon mal gesehen, so das Hornissennest? Die Mongolen Insektenstiche und Pfeile ab. Wenn die Tore aufgehen, lenkt den Feind ab und lasst Pfeile auf ihn regnen. Dann stürmen wir das vor und befreien Tomoe. Gut. Jetzt warten wir. Sie öffnen die Tore. Wartet auf mein Signal. Pfeile voll. Jetzt schickt sie zu ihren Vorfahren. Schlecht, Sakai. Drin sind noch mehr. Nicht mehr lange. Suchen wir Tomoe. Ui, okay. Huh.
Ich brauche mehr Pfeile. Bin ich gestorben und habe den Anführer getötet. Okay. Effektiv gegen Schildträger. Schwere Angriffe fügen zusätzlichen Taumelschaden zu. Schildbrecher. Schlagwirbel. R2. Hat jetzt zwei gedrückt, um halt zu wechseln, okay. Okay, das hatten wir. Wir schauen so noch um. Alles ein bisschen mitnehmen. Tote Gefangene. Gefesselt. Mit Pfeilen getötet. Tomoe ist nicht... Wartet. Dieser Anhänger gehört ihr. Vordurchsuchen. Suche das vor. Okay. Das sind japanische Pfeile. Das sind Tomoes Pfeile. Seid ihr sicher? Diese Kerbe aus Hirschgeweih, das lehrte ich sie. Und diese geschwungenen Seeadlerfedern. Dann nahmen die Mongolen ihr die Waffen ab. Die Schüsse sind eng beieinander. Kein Mongole schießt japanische Pfeile so geschickt. Dann ließen sie sie einen Bogen benutzen.
Schriftrolle. Bogenkunstbegriffe ins Mongolische übersetzt. Euer Name wird erwähnt. Sie hat meinen Weg des Bogens gelehrt. Okay, ist hier hinten noch was? Jemandes Privatquartier. Ein Frauenkimono. Tomoes Kimono. Sie haben sie freigelassen. Wieso? Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Hört ihr das? Ein Überlebender. Wir suchen nach einer Frau, einer Schützin. Die Mongolen sperrten sie mit uns ein. Dann ließen sie sie frei, gaben ihr Rüstung und Bogen. Sie tötete meine Frau und die anderen. Die Toten von vorhin. Sie demonstrierte dem Feind ihr Können und er hat sie rekrutiert. Bitte. Es tut so weh. Lasst mich nicht zurück. Ich habe genug gesehen. Gehen wir. Okay, ist die jetzt rekrutiert worden, oder was? Hätte sie töten sollen. Sensei? Tomoe hat ihre Freiheit erkämpft und hilft jetzt den Mongolen. Wieso tut sie das? Was ist passiert? Ich habe sie zu sehr gedrängt. Wie gedrängt? Was verheimlicht ihr? Sensei! Ich verlange eine Antwort. Sie griff mich an. Nicht die Banditen. Tomoe. Wieso? Sie begreift nicht, was es heißt, Samurai zu sein. Euretwegen wählte sie die Mongolen. Verurteilt mich nicht. Lügt mich nicht an. Ich darf Tomoe den Feind nicht meinen Weg des Bogens lehren lassen. Dann halten wir sie auf. Das ist mein Kampf. Ich brauche eure Waffen nicht. Nein, ihr braucht mich. Es sind Krieger, die Siege erringen. Nicht Waffen. Fürst Shimura hat euch gut gelehrt. Wir jagen Tomoe gemeinsam, aber auf meine Art. Und wenn die Zeit kommt, werdet ihr mir helfen, meinen Onkel zu retten. Ihr habt mein Wort, Sakai. Ich bereite mich auf die Jagd vor. Wenn ihr so weit seid, kommt zum Dojo. Allein retten wir meinen Onkel nicht. Es müssen sich uns noch mehr anschließen. Findet Fürstin Masako Adachi. Falls sie noch lebt. Sie gehört zu den besten Kriegern der Insel. Okay, ich denke, wir haben eine neue Quest bekommen. Okay. Hier ist schon mal ein Bogen, schon mal gut. Die Legende, deine Legende wächst. Der wandernde Samurai. Maximale Gesundheit erhöht. Die Mongolen sind überall. In einem Kampf umzingeln sie mich wie Wölfe. Ich brauche neue Wege, sie mir vom Leib zu halten. Neue Geistwaffe freigeschaltet. Okay. Zwei Kunaif nahe Gegner, sollen wir das taumeln. Eine ausbalancierte Klinge kann ich werfen und einen Gegner überrumpeln und erledigen. Okay.
R2 um Kunai auszurüsten, okay. Fuchsbau, was war das nochmal? Benötigt Inari-Schreine, um einen niederen Talisman-Platz zu verdienen. Okay. Können wir da mal hingehen? Ein goldener Vogel. Das heißt, sie kennen jedes Geheimnis dieser Insel. Wohin er wohl fliegt? Vogel. Darf ich euch helfen, mein Herr? Ein Händler verkaufe ganze Karren voll an dem... Der passiert nichts. Mögen die Kami euren Weg schützen, Herr? Meine Mutter glaubte, Inari beschützt mich. Bei meiner Geburt sah sie einen Fuchs vor unserem Haus Glühwürmchen jagen. Sie wusste, dass Füchse Inaris Boten in unserer Welt sind. Wenn ihr einen seht, folgt dem Weg, den er nimmt. Okay. Das werde ich. Danke. Alles Händler. In diesen Zeiten ist der Handel schwierig, mein Herr. Achso, das war das Fragezeichen. Okay. Könnten dann die hier mal abgrasen. Kämpfen.
Technikpunkt. Schon leise aus, ey. Wahnsinn. Wald der verborgenen Quellen. Aha, da ist er schon wieder. Säule der Ehre. Ich muss den verfolgten Ort ansammeln. Jaschas Glut. Nimm dich in Acht vor der feurigen Vergeltung des Kriegers. Okay, da brauchen wir Raubtierfell. Was ist denn das alles? Heftig, was da alles gibt. Ach so, das sind die da. Ah, können wir mal machen. Rumrennen. Hm?
Tür! Schauen wir, was hier noch alles für unentdeckte Orte gibt. Heftig. Wird der da sein, oder? Präfektur. Art Lager oder so. Goldener Wald, schaut das geil aus. Ah, hier ist was. Hier ist ein Fuchs. Fuchsbau. Ich greife ihm einfach mal nach. Das ist auch cool gemacht. Du hast einen neuen Talisman freigeschaltet. Ich habe doch kein Talisman, wo krieg ich die her? Werde ich bestimmt erst noch verdienen müssen. Ich will gerne mal da hoch zu dem Aussichtspunkt. Ariake. Schauen wir da einfach mal dahin. Das interessiert mich jetzt. Auf jeden Fall schon mal eine Leiche.
hören. Schau mal, vielleicht kommt Verstärkung. Ah, da war auch was bekommen. Das sind auf jeden Fall Krieger. Geile Sache. Schüler ein Lager. Braucht ihr einen neuen Köcher? Fallensteller Bräunig. Toko, ich hoffe, diese Nachricht erreicht dich irgendwie. Es herrscht solches Chaos, als die Mongolen kamen. Ich fühlte mich wie ein Handgelenk ergriff und dann nichts mehr. Ich habe gesucht und gesucht, aber du warst fort. Ich glaube fest daran, dass du noch lebst und wir uns wiedersehen werden. Vater führt uns zum Kuta-Gehöft, um einen sicheren Weg zu suchen, der uns von der Insel bringt. Wenn du das hier liest, komm zu uns, so schnell du kannst. Wahrscheinlich nur Liebe in Verkleidung. Okay, mal schauen, wo sind wir denn jetzt hier? Ah, das ist die gute Kriegerin, gell? Haufen zu tun eigentlich. Schmiede, hier könnte es was sein mit den anderen Dingen da. Gut, ich würde sagen, jetzt machen wir aber für diese Folge Schluss und schauen wir natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Vielleicht probieren wir mal, dass wir das hier mal machen. Das ist ein roter Tempel. Vielleicht schaffen wir den jetzt schon. Jetzt hätten wir ja auch schon mal einen Bogen. Das wäre schon mal nicht verkehrt. Können wir die aus dem Hinterhalt ein bisschen snacken. Genau, das schauen wir uns aber in der nächsten Folge dann an, würde ich sagen. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal und wenn es euch gefallen, lasst natürlich ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Bis dahin, reingehauen, ciao, ciao, euer Andi.